die Intensivstation im Bieler Spitalzentrum. Florian Schweizer ist diplomierte Pflegefachfrau und arbeitet seit 2 Jahren in dieser Abteilung. Sie macht eine berufsbegleitende Ausbildung zur Pflegefachfrau Intensivstation. Ich habe die 3 Abteilungen, wo man sich spezialisieren kann, also Anästhesie und Notfall und Intensivpflege, alle gerne. Auf der Intensivpflege habe ich einen Probetag gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. Da muss man aktiv sein, viel Wissen haben und immer genau überlegen, was man macht. Das alles gefällt mir, darum bin ich da. Heute begleitet die verantwortliche Kursleiterin Florian Schweizer, für ihr Wissen weiterzugeben. Fabienne Boder ist Pflegefachfrau Intensivstation. Sie hat also die Ausbildung durchgemacht, wo ihre Studentin jetzt dran ist. Da erklärt sie ihr die Funktion dieser Maschine. Das Gerät kann Dialyse erfassen. Es filtert das Blut von Patienten und Patientinnen, die unter Nierenschwäche leiden. Aber in diesem Fall ist es etwas speziell. Wenn unsere Patienten hämodynamisch instabil sind, heisst das, es sind häufig Blutdruckprobleme. Sie sind wegen dem auf Medikament. Wir können ihnen nicht 1, 2 oder 3 Liter Blut entnehmen innerhalb von 4 Stunden. Wir ziehen die Flüssigkeit auf 24 Stunden oder mehrere Tage raus. Dieser Patient ist seit mehreren Tagen hier. Es ist recht kompliziert und komplex. In der Grundausbildung von einer Pflegefachkraft kommt das nicht vor. Es ist hier, wo wir alle Funktionen erklären. Zum Teil auch mit der Unterstützung von Ärzten oder Expertinnen von den Herstellern, die Ausbildungen machen. Zu diesem Grad hatte ich in der Schule noch nicht wirklich viel Theorie. Aber die Ausbildner an meiner Seite und die anderen Pflegefachkräfte, die schon spezialisiert sind, erklären mir alles und überwachen, was sie machen. Und so kann ich mich schon mit so einem Gerät vertraut machen. Die Ausbildung, die Florian Schweizer macht, dauert 2 Jahre. Die Pflegefachfrau macht die Schule in Freiburg, weil sie Westschweizerin ist. Leute aus der Deutschschweiz gehen zu Bern in die Schule. Zurzeit hat es 7 Studierende auf der Intensivstation vom Spitalzentrum. Während sich Florian Schweizer mit dem Dialysegerät vertraut macht, bekommen 2 von ihren Mitstudierenden ein Briefing zu Arzneikunde und Gegengift. Die Apothekerin zeigt ihnen, was man jemandem muss geben muss, der Frostschutzmittel fürs Auto getrunken hat. Das Medikamentenpäckchen ist für Kinder, das Glasfläschchen für Erwachsene. Nachher sind beide Studentinnen im Ausbildungssaal. Sie machen einen Test, um zu schauen, ob sie sich das, was sie vorher gelernt haben, gut merken konnten. Dieser theoretische Teil gehört auch zur Ausbildung im Spital. Es gibt 3 mögliche Nachdiplomstudien, abgekürzt NDS-HF, für nach dem Hochschulabschluss. Intensivpflege, Notfallpflege und Anästhesiepflege. Für die letztgenannte hat sich der Claudio dos Santos entschieden. Mit seiner Ausbildnerin belüftet er zuerst einen Patienten, der in diesem Fall eine Puppe ist, und intubiert ihn näher. Das müssen wir zum Beispiel bei akuten Covid-Patienten machen. Das kann eine der extremen Massnahmen sein. Der Student lernt natürlich etwas, aber auch die Ausbildner und Ausbildnerinnen profitieren von diesen Tagen. Ich finde, die Arbeit mit den Studierenden ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, bei den Kenntnissen und Kompetenzen auf dem Laufenden zu bleiben. Das erlaubt uns auch, gewisse Sachen in Frage zu stellen. Sie bringen viele Fragen mit, Sachen, die sie in der Ausbildung gehört haben. Das bringt uns dazu, Nachforschungen zu machen und Kenntnisse und Kompetenzen zu erweitern. Das ist sehr bereichernd. Jetzt sind wir auf der Notfallstation. Letizia Marchi und Jon Spani sind an einer Übung an einer Puppe. Also die Situation ist so: Der Patient kommt auf den Notfall, ist in der RME-Koje und klagt über Palpitationen. 30-jährig, sonst gesund. C'est une formation qui prend beaucoup de temps. Es ist eine zeitintensive Ausbildung. Sie ist ziemlich komplex und wissenschaftlich herausfordernd.
Es braucht wirklich viel Energie und Zeit, ist gleichzeitig aber auch spannend. Ich freue mich, die Ausbildung abzuschließen und die Kompetenzen in mein Profil aufzunehmen. L'avoir terminé et puis de mettre au profit mes compétences. Alors, il a une tachycardie de 175. Okay. Sicherlich hilft die Ausbildung dort, solche Situationen weniger gestresst zu managen. Durch das grosse Wissen, das man sich aneignet, kann man besser Prioritäten setzen. Das ist eigentlich das Wichtigste in den stressigen Situationen. Und dort hilft mir die Ausbildung, dort hilft mir aber auch einfach die Erfahrung auf dem Notfall. Das sind jetzt 3 Jahre, die ich dort arbeite. Und das hat sich schon sehr viel verändert, einfach nur durch den Arbeitsalltag auch zu kennen. Der Marcel Iseli ist hier ein Routinier. Seit 30 Jahren arbeitet er im Spitalzentrum und er ist es, der die Studierenden, die sich auf der Notfallstation spezialisieren wollen, ausbildet. Es geht darum, für können zu reagieren. Also, zum Beispiel eine Pflege muss Triage machen. Das heisst, sie ist als erstes beim Patienten, muss den Patienten anschauen und sagen, ist es dringend oder nicht dringend. Das ist ein wichtiger Faktor, der auf dem Notfall gebraucht wird. Die Pflege tut auch den Patienten betreuen, überwachen und dort muss man reagieren können. Und auch schon Crewmanagement ist sehr, sehr wichtig auf dem Notfall. Fachpersonal ausbilden ist essentiell, vor allem beim aktuellen Mangel an Pflegepersonal in der Schweiz. Es fehlt immer Zeit. Zeit und Geld fehlt. Also, man hat heutzutage mit dem Pflegemangel natürlich immer weniger Zeit, auch die Studierenden zu betreuen. Zurück auf der Intensivstation. Fabienne Boder hat das Dialysegerät gleich fertig erklärt. 70-80% der Zeit arbeiten sie mit Patientinnen und Patienten aus spezialisierten Pflegefachfrauen. Den Rest der Zeit widmet sie an der Ausbildung der Studierenden. Und das macht sie mehr als gern. Ich finde das mitreissend, mein Wissen zu vermitteln und ihnen Ratschläge zu geben. Ich habe meine Ausbildung auf der Intensivpflege schon vor über 20 Jahren gemacht. Es braucht beim Ausbilden auch viel Reflexion. Man muss Verbindungen machen zwischen Krankheiten. Warum sind gewisse Werte im Labor rausgekommen? Was kann man verbessern? Wie kann man einen Patienten mit einer kranken Lunge beatmen? Wir haben tausende Techniken und Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es ist sehr interessant. Ich finde das sehr spannend, sich täglich zu hinterfragen bezüglich unserer Leidenschaft. Also man muss Reflexion und auch das Unerwartete gerne haben. Es ist Zeit, beim Dialysegerät die Beutel zu wechseln. Kein Grund für Hilfe. Florian Schweizer meistert das allein. Im Moment bedauert die junge Frau ihren Entscheid für die Spezialisierung nicht. Es gefällt mir immer noch. Mit Corona war es nicht immer einfach. Und auch sonst beschäftigt gibt es Einflüsse. Manchmal ist man motiviert und macht alles gern. Und plötzlich gibt es einen Moment, wo es kehrt und man denkt, es gibt so viel zum Erledigen. Aber grundsätzlich lernen wir jeden Tag so viel. Es gibt keinen Tag, wo ich nichts Neues erfahre. Das ist super. C'est vraiment bien.